Die Chancen haben sich nicht verkleinert, dass wir hier in München was mitnehmen können. Merkt man auch schon, selbst vorhin beim Talk mit dem guten Liha waren schon einige am Start und auch hier wieder nonstop über 100, freut mich sehr. Oh, er schaut nochmal drauf. Rot. Der diskutiert tatsächlich über Rot, oder was? Ich habe das Foul tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Bin ich ehrlich. Ich habe gerade den Chat. Dreh mal mein Handy um, bitte. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Push-Benachrichtigungen oder ein Torfeld. Jetzt ja, Davies. Alter! Voll auf Sprunggelenk. Okay, das Digga, da kannst du halt sowas von Rot geben für, ne? Da kannst du halt sowas für Rot geben für. Ich war voll abgelenkt vom Chat. Ja, er kriegt gerade Rot. Wahnsinn. Davies fliegt nach 10 Minuten mit glatt Rot vom Platz. Du spielst jetzt 80 Minuten lang in Überzahl in München. Nur einfach mal so zum Festhalten. Die Chancen haben sich nicht verkleinert, dass wir hier in München was mitnehmen können. Und ich muss jetzt hier irgendwo spontan eine rote Karte finden für den Stream gleich. Castro ist ein bisschen alleine, ganz hoch. Schönes Ding auf Sosa. Jetzt vielleicht Kalajdzic läuft sich schon ein. Die Flanke kommt abgefälscht. Kalajdzic! Oh, was eine Chance. Da war das Mikro wahrscheinlich sowas von safe übersteuert, aber es war das war eine erste gute Chance. Abgefälscht noch und er kommt gut hin. Leider direkt auf den Torwart. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie Bayern jetzt damit umgehen, direkt zu 10 noch zu kicken. Ob das die Bayern juckt oder ob sie einfach weiterspielen, als wären sie zu 11. Ich meine, klar, der Kanal wird auch immer größer, aber so eine Entwicklung hat man noch nie bisher, dass es so konstant und so krass immer lief. Freut mich sehr. Jetzt die Bayern über links mit Gnabry. Scharf rein! Wahnsinn. Das ist halt Bayern. Robert Lewandowski auf Rekordjagd mit dem nächsten Treffer. Da ist dann halt leider auch drauf geschissen, dass du einen Mann mehr hast. Das müssen wir uns nochmal angucken, wo da genau der Abwehrfehler war. Aber so schnell geht's halt. 1-0 für die Bayern. Ja, das ist halt eiskalt. Da ist dann an Anton vielleicht nicht zwingend genug an Lewandowski dran. Gnabry steht auch niemand bei der Flanke. Ja, das dazu. Ich mag da bei Ton von Lewandowski gar keinen, niemanden einen großen Vorwurf machen. Will ich gar nicht machen. Aber am ehesten war da halt ein Anton dran. Und vor allem, wo wir es ja schon so oft angesprochen haben, du bist ein Mann mehr. Dann stellst du halt auch mal einen Mann mehr zu Lewandowski. Und das ist ja nicht passiert. Auch bei Gnabry keiner gewesen. Das ist natürlich nicht wirklich nötig. Aber das sind halt die Bayern. Erster Angriff, der ein bisschen gefährlich ist, direkt drin. Es ist immer so. Ja, das sind halt die Bayern. Jetzt Gnabry ist halt trotzdem, auch wenn die Bayern halt hinten sind, das ist scheißegal. Die haben halt trotzdem, hat Sané Freiraum zurück aufs... Das war einfach schlecht verteidigt. Ach Jungs, das ist halt nicht nötig. Es ist so krass unnötig. 2-0. Das ist natürlich stark gespielt, klar, ja, aber der Ball war komplett krank. Alter, wo. Da, okay, aber da Jungs. Joke die Abwehr komplett rein. Jungs, das ist halt verteidigt, als wären wir zu zehnt. Das stimmt. Das ist verteidigt, als wären wir zu zehnt und nicht die Bayern. Und das geht halt nicht. Der hat wirklich Quadratmeter frei. Ja, das geht halt einfach nicht. Und wir sind in Überzahl. Wie gesagt, ich habe in München keine großen Hoffnungen, oder das geht nicht. Du bist nach 12 Minuten, bist du ein Mann mehr. Na. Und dann steht es nach 10 Minuten nach der roten Karte, steht es hier auf einmal 2-0. Nee, Jungs, das geht nicht. Das ist nicht cool. Rekord gebrochen ist sehr, sehr geil, Jungs. Schauen wir uns hier gerade an, was ist das? Oh mein Gott. Also Jungs, das ist halt so dermaßen beschissen verteidigt. Da gilt für mich auch kein Bayern-Argument mehr. Das ist einfach nur beschissen verteidigt. Den fängst du gegen jede Mannschaft, also. Das geht halt wirklich überhaupt nicht. Das ist völlig vereinsunabhängig. Du gehst nach 12 Minuten ins Spiel und hast eine rote Karte des Gegners und fängst innerhalb von 10 Minuten 3 Kisten gegen diesen Gegner und spielst, als hättest du 3 Männer weniger auf dem Platz. Das ist halt nicht in Ordnung. Damit ist die Hoffnung auf irgendwas vorbei, bin ich ganz ehrlich. Die Hoffnung ist vorbei. Und Silas, ja, das ist top. Das sieht auch wie ähnlich bei Mangala, das sieht nach 3-4 Wochen aus. Perfekt. Also ich glaube, so einen kranken Emotionswechsel hatte ich auch schon lange nicht mehr. 12. Minute, Davies rot runter. Ich so, jawoll. Komm, Junge, geil, da geht heute was. 3-0, Silas wird jetzt raus.
könnten nicht arg viel beschissener laufen bisher. Der Ball kommt nicht ganz durch. Nein! Das ist einfach nur bitter. Oh nee. So, und damit ist das Spiel vorbei. Ja. Der Kommentator hat gerade gesagt, vielleicht macht er heute die 40 voll. Wie viel hat er denn? Vorm Spiel 32. Juh, was ist denn das? Richtig frecher Kommentator. Richtig frecher Kollege. Ich gehe mal kurz auf unser Spiel drauf. 4-0. Dreimal Lewandowski. Und es sind halt, wo ist es hier? Sehe ich die Live-Daten hier vielleicht? 5 Torschüsse. Es sind laut Kicker 5-6 Torschüsse für uns. Und die Bayern führen mit 4-0. Das passiert ja wirklich gegen keinen anderen Club. Runter auf González. Der bleibt dran. Die Flagge kommt! Oh! Kalajdzic, schon neuer Helden. So eine Chance musst du halt auch nutzen gegen Bayern. Es ist ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Du hast auch die erste richtig gute Chance. Also 8-0. Die erste richtig gute Chance durch Kalajdzic. La, starker Ball auf Pavard und die sind ja so alleine. Holy shit. Lewandowski. Und drüber! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hui, der haut das Ding drüber. Das hätte aber eigentlich das 5-0 sein müssen. Aber wie? Ja, er haut sich das Ding selber auf den linken Hacken. Da merkst du halt, ne, wenn du auf volle Offensive gehst, dann kommt er genau in solche Kontersituationen. Das war ja wirklich komplett alleine, ne? 3-1 war das. So, Ball zurück auf Kobel. Spiel wird gleich vorbei sein, würde ich mal tippen. Mein Wurf ist aus Nachspielzeit geben. So, Feierabend. Die Bayern gewinnen mit 4-0, 1,8 X-Goals auf Seiten der Bayern, 0,7 X-Goals auf Seiten des VfB. Geht genau in die Richtung, die ich auch schon gesagt habe. 2-0 hätte es hier auch getan.